Weil, wenn der Ton, der sollte schon funktionieren. Super, der Ton funktioniert. Toll, dass so viele Leute gekommen sind und sich für Unit-Tests interessieren. Ich fange einfach mal an. So blöd mit der Fernbedienung, weil ich sitze sowieso die Hälfte der Zeit gleich an dem Rechner. Ganz kurz was, ich habe es mal versucht, irgendwie so ein bisschen zeitstrahlmäßig zu machen, so damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also ich habe mich mal 2002 selbstständig gemacht und bin es immer noch, hat also irgendwie funktioniert. Habe eine ganze Menge Events organisiert, bin relativ am Anfang an in der Joomla-Community drin, habe Jane Beyond organisiert, war von 2010 bis 2012 Events-Teamleader und OSM-Board-Member und habe das dann abgeschlossen mit der Organisation der Joomla World Konferenz und bin danach da aus der ganzen Sache raus und versuche jetzt so meine eigenen Sachen zu machen. Selber komme ich so aus der Development-Ecke und so mein neues Projekt, was ich eigentlich schon ganz, ganz lange machen will, nennt sich Babyon. Und da versuche ich irgendwie alle meine Sachen, die ich so entwickelt habe, das sind eine ganze Menge, so unter einem Dach zu bekommen, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, Updates zu machen. So, das ist das, was ich da mache. So, ich will nicht weiter langweilen. So, was ist das Ziel dieser Veranstaltung? Ich denke, ihr habt sicherlich andere Ziele als ich. Mein Ziel wäre, wenn ich Leute Interesse wecken könnte und ihr vielleicht irgendwann mal so ein bisschen Unit-Test zu Joomla beitragen könntet. Das wäre so mein Ziel und ich hoffe, ihr habt das Ziel, was Neues über Unit-Tests oder das zu erfahren. So, also Interesse wecken. So, die Frage ist, wie überhaupt anfangen damit? Und ich möchte das ganz einfach machen. Meine persönliche Erfahrung mit Unit-Tests ist, ich fand das immer schon... ich fand das immer schon total interessant und habe irgendwie mehrfach versucht, damit anzufangen, irgendwas damit zu machen. Und ich bin dann irgendwie nie so richtig da reingekommen. Fand das zu kompliziert, habe es irgendwie nicht so richtig verstanden, worum es ging oder nicht in die Reihe bekommen. Und deswegen möchte ich versuchen, das ganz einfach zu machen, ganz mit relativ einfachen Schritten da reinzugehen und euch so ein bisschen mitzunehmen. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich weiß selber nicht, wie weit wir kommen, weil ich habe eine ganze Menge Codebeispiele und habe so kleine Schritte dann da gemacht. Und schauen wir einfach mal. Wer ist denn hier in dem Raum Developer? Oder ja, okay, das sind glaube ich alle. Okay, ihr seid im richtigen Raum. Wer entwickelt denn Komponenten, die auch über einen längeren Zeitraum maintained und veröffentlicht? Okay, das sind schon ein paar weniger. Die Nachzügler nehmen sich einfach einen Stuhl. So, und ich möchte das wie folgt erklären. Und zwar möchte ich das anhand einer Getränkemaschine erklären. Das kennt irgendwie so jeder und hat mir gedacht, das ist vielleicht eine nette Analogie. Also ich erkläre das anhand einer Getränkemaschine. So, was sind Unit-Tests? Unit-Tests sind im Grunde genommen so eine Art Black-Box-Tests, deswegen ist die Box auch black. Man tut also auf der einen Seite was rein und auf der anderen Seite kommt irgendwas raus. Und was rauskommt, das guckt man sich an und analysiert das. Man formuliert oder man hat, wenn man so einen Unit-Test macht, gewisse Erwartungen. Und aus diesen Erwartungen, die man an diesen Test hat oder an diese Situation hat, formuliert man gewisse Behauptungen. Das nennt sich eben Searching im Englischen. Und das ist auch diese Routine oder der Funktionsname, den man da relativ oft benutzt. So, back to drinks. Gut, also das ist jetzt unsere Getränkemaschine. Jetzt formulieren wir mal so eine Art Unit-Test. Ne? Unsere Erwartung ist, also wenn ich da Geld reinwerfe und auf eine Taste drücke, in dem Fall auf die Biertaste, wir sind nicht auf dem Joomla Day, der trinkt ja schon Wasser, dann kommt da unten Bier raus. So, das ist jetzt erstmal meine Erwartung. Mein Test ist, ich werfe da Geld ein und drücke auf die Taste. Und das Ergebnis soll Bier sein. So. Ich habe gesagt, wir machen viel mit Demos. Gehen wir also in den Demo-Modus. Schauen wir mal. So,
Ich habe also ein paar Sachen vorbereitet. Ihr seht, es sind insgesamt 8 Schritte und habe jetzt versucht, mit PHP eine Getränkemaschine zu formulieren. So, meine Getränkemaschine ist eben, die liefert mir ein Getränk. So. Wenn ich da Geld einwerfe und sage, was ich gerne hätte, dann kommt unten was raus. So. Das ist meine Getränkemaschine, eine Formulierung in PHP. Das ist jetzt nichts wirklich, wirklich ganz Tolles, aber... Ja, ich traue den Leuten nicht, das ist wahr. Ja. Gut, okay. Und jetzt habe ich hier einen ganz einfachen Test formuliert. So, man sieht hier im Grunde genommen, oben sieht man, da steht PHP Unit Framework Test Case. Das ist die Klasse, bevor man diese ganzen Tests immer ableitet. Und mein Test heißt Drinks Machine Test. So, und man sieht jetzt hier die Funktion Test Get Beer. Das ist jetzt der Test. Und ich erzeuge in dem Fall eine neue Klasse, also eine neue Drinks Machine. Und dann fange ich schon im Grunde genommen mit dem wirklichen Test an. Sage also, ich erwarte, dass diese beiden Sachen, die dahinter sind, gleich sind. Also das ist mein Ergebnis, ist Bier. So. Und die Aufrufparameter sind eben Drinks Machine, Serve, Bier und True. Wir haben mal was eingeworfen. Das ist im Grunde schon ein ganz einfacher Unit-Test. So, und den lassen wir jetzt auch mal laufen, damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Ich will ja nichts. So, wieder zurück. Und lassen PHP-Unit-Test laufen. So, was man jetzt sieht, also man sieht nicht so richtig viel, weil es natürlich ganz unten ist, aber das können wir ändern. Man sieht also hier, ich habe das also da aufgerufen, phpunit.test, da sind die Tests drin in dem Verzeichnis, so ist es organisiert. Man sieht hier diesen schönen Punkt, der da rausgekommen ist, das heißt, der Test war erfolgreich. Und man sieht, wie lange das gedauert hat, also es hat keine Sekunde gedauert und es ist ein bisschen Speicher verbraucht worden und man sieht also hier, ein Test und eine Annahme wurde getroffen und das ist fehlerfrei durchgelaufen. Jo. Warte einfach. Ja, lass mich einfach noch warten, es kommt sofort. Was heißt hier, es kommt sofort? Genau, es kommt sofort. Und zwar, es gibt verschiedene Aufrufparameter von diesen Sachen, die habe ich jetzt im Grunde genommen alle hier. KB, okay, gut. So, dann kann man also in dem Fall, kann man jetzt hier sehen, also man kann einen Log anerstellen. Das tue ich in diese Reports-Log-Files, das ist das eine. Dann gibt es noch ein Testdokument, was man machen kann. Und es gibt, und das ist das, was du jetzt gerade gefragt hast, hier Coverage, HTML-Reports, das kommt dahin. So, und das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an, weil, nein, das gucken wir uns erst dann, wenn ich es habe laufen lassen. Und zwar, ich erzeuge mir immer so eine, weil ich diese ganzen Parameter nicht immer tippen will, erzeuge mir in dem Fall immer so eine Run-Tests-Shell-Datei und wenn man die laufen lässt hier, dann passiert nicht viel mehr als vorher. Also der Test ist auch weiterhin erfolgreich, aber er hat hier unten eben hier diesen Code-Coverage-Report erzeugt. Okay, super. Dann schauen wir uns diesen Code Coverage Report doch auch mal an. Das ist direkt schon der richtige. Super vorbereitet. So, und was wir jetzt hier sehen ist, dass wir einen Code Coverage von dieser Anzahl an Prozent haben. Und wenn wir jetzt hier in diese Datei reingehen, dann sehen wir, die grünen Zeilen sind die Zeilen, die durchlaufen worden sind von unseren Tests. Von unserem Test. Also wir hatten Bier übergeben, wir hatten hier ein True übergeben, heißt also wir gehen über Result, Coin ist nicht gleich false, also gehen wir hier rein, Type, Case Bier, Result Bier, Break, raus, Return Result, fertig. So, also Wasser haben wir noch nicht geliefert sozusagen. Da kann man also sehen, wie viel
wie viel vom Code von den Tests abgedeckt wird. So, okay. Wir können jetzt auch, im Grunde genommen, das ist jetzt nicht ganz so spannend. Also wenn wir jetzt das andere auch noch testen wollten, also würden wir sagen, wir möchten gerne das mit dem Water auch noch testen hier. Dann machen wir einfach hier Water. Das lassen wir uns da erstmal so. So, und wenn ich jetzt nochmal den Test laufen lasse, dann sieht man hier, okay, da ist schon was falsch, da ist schon was fehlgeschlagen. So, also der erste Test war okay, das war unser Biertest, das war der erste, der hat vorhin auch funktioniert, der sollte jetzt weiterhin funktionieren. Der zweite hat einen Fehler produziert, so, und dann steht auch drin, das war also ein Fehler. Man sieht, in welchem Test der Fehler passiert ist. Und man sieht also, was erwartet wurde und was zurückgegeben worden ist. Also erwartet wurde Water und wir haben zurückbekommen Bier. Wir sehen auch hier ein bisschen weiter noch was darunter. Den Code Coverage Report hat er jetzt nicht erzeugt. So, und jetzt machen wir das so, dass das auch richtig durchläuft. So, jetzt sieht er, das sind beide Tests durch. Der hat wieder den Code Coverage Report erzeugt. So, jetzt haben wir 100%. So, und jetzt ist das. So, jetzt haben wir zwar 100% Code Coverage, was ja im Grunde genommen schon mal schön ist, aber wirklich jede Situation haben wir ja noch nicht getestet. Wir haben ja zum Beispiel nicht getestet, was passiert, wenn wir hier kein Geld übergeben. Das ist in dem Fall auch trivial, ne? Aber was man jetzt daran sieht, auch an diesem einfachen Beispiel ist schon, dass 100% Code Coverage bedeutet nicht, dass man alles getestet hat. Ja? Ja, zum Beispiel falsche Auswahl. Auch das nicht. Ja. Ja. Gibt es ein paar Sachen, die noch nicht getestet worden sind, aber das Wesentliche daran, was ich sagen wollte, ist, dass eben die Code-Coverage nicht unbedingt bedeutet, dass man alles getestet hat. So, das ist jetzt unsere Aha-Effekte. Also, mit der Code-Coverage sehen wir, welche Programmteile durchlaufen sind, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Und was man nicht vergessen darf, ist in dem Fall hier diese Ursprungsklasse auch einzubinden, sonst bekommt man nämlich relativ wenig zu sehen. Ja. Vielleicht lassen wir es einfach mit den Fragen zum Ende, weil das kommt alles noch. So, das machen wir am Ende. So, also ich habe gesagt, es gibt verschiedene Funktionen, ne? Assert not equals oder equals kann man eben fragen. Es gibt irgendwie ungefähr 80 Stück oder sowas, die man da verwenden kann. Es gibt auch ein ganz gutes Handbuch für PHP Unit, da kann man das im Grunde genommen alles, also da kann man also alle möglichen Sachen, ist es ein Array, hat es den Key und alle möglichen Sachen, fast so alles, was man sich so ausdenken kann, kann man da testen. Okay, wir kommen zur nächsten Demo. Ich habe gesagt, das ist mehr Demo als alles andere. So, wir nehmen jetzt das zweite. Also ich habe jetzt versucht, diese Maschine etwas mehr real life zu machen. Nein. So. Da, das ist das, was ich wollte. So, und hab die Klasse ein bisschen umgeschrieben, weil ich habe jetzt gesagt, irgendwie, okay, ich möchte jetzt auch mehrere Geld einwerfen können und habe also gesagt, hier Count Accepted Coins, das ist jetzt so eine Funktion. Das Ding kann die Geldstücke wieder zurückgeben. Man bekommt raus, wie viel Credits man dann eben hat für eine Anzeige. Und die Surf-Funktion habe ich auch ein bisschen umgeschrieben. Die braucht jetzt nur noch den Typen und guckt dann eben so ein bisschen, gibt es diese ganzen Sachen und gibt das entsprechendes zurück.
Also die ganzen Sachen sind natürlich nicht alle 100% fehlertolerant. Ne, ist mehr auch so, teilweise habe ich auch so ein bisschen Fehler reingebaut aus didaktischen Gründen. Das hoffe ich, kriegen wir dann später raus. So, also das ist jetzt quasi die nächste Funktion. Wir sehen, das ist ein bisschen mehr Code auf unserer Getränkemaschine. Und jetzt schauen wir uns dafür auch mal die Tests an. So, und was man jetzt hier sieht, ist zwei Funktionen, die jetzt dazugekommen sind. Und zwar ist das einmal eine Funktion Setup und eine Funktion Teardown. So, diese Setup-Funktion und diese Teardown-Funktion sind dafür da, die Testumgebung vorzubereiten. In unserem Fall ist das ja so, ich habe aus der, ich habe diese Getränkemaschine, liefert ja Getränke aus einem Array, wie man das hier unten sieht, und zwar aus diesem Load Array. Können das alle sehen? Ja, ne? Ich denke schon. Liefert einfach immer ein Element aus diesem Load Array und dann, ne? So, das heißt, ich muss diesem Array natürlich irgendwas geben, damit da was drin ist. So, und das mache ich in dem Fall hier. Also Load Drinks. Ne? Ich habe mir für mich immer so eine Konvention angewöhnt, dass wenn ich irgendwie eine Klasse initialisiere, die ich testen will, dann nenne ich es immer this thing. Ich nenne es irgendwie anders, aber ich nenne es einfach immer so. Also das ist das, was ich testen möchte. Bei dem Setup, ich werfe da jetzt erstmal Geld ein, ne? Count Accepted Coins, da kommt jetzt mal erstmal einer rein, damit da was drin ist. Und dann lade ich diese Maschine mit ein bisschen Bier und mit ein bisschen Wasser. Okay. So. Nach der Routine wird dieses Objekt zerstört. Und damit sind wir wieder beim nächsten Test, haben wir wieder genau die gleiche Situation. Gut, so, und jetzt sieht man hier die entsprechenden Tests, die ich da gemacht habe. Die laufen also von oben nach unten durch. Ich gucke erstmal, ist da überhaupt was drin? Also erwarte, wenn ich Get Credits mache, ich habe vorher was eingeworfen, erwarte ich, dass da auch eine 1 rauskommt, also dass da irgendwas drin ist, weil das habe ich ja reingetan. So. Unser Biertest, das funktioniert weiterhin. Water-Test machen wir auch. Dann habe ich überprüft, ob diese Return Credits, ob das funktioniert. Also erstmal habe ich geguckt, ist da was drin, ist immer noch was drin. Gibt dann die ganzen Dinger zurück. Man könnte jetzt natürlich noch überprüfen, sind die zurückgegebenen auch 1. Und schaue danach, ob diese, wenn ich die Get Credits nochmal aufrufe, ob es 0 ist. So. Und dann habe ich hier unten noch so eine Funktion, get a lot of beers, so, die hole ich mir einfach die ganzen Beers raus, werf mal wieder was rein und so weiter. So, und am Ende, hier an der Stelle ist das, ist die Maschine schon leer, also da kommt dann nichts mehr. Und wenn ich jetzt die Tests laufen lasse, dann passiert ein bisschen mehr als vorher. Kann einer mal die Tür zum... Ach so, okay. So, okay. So, wir sehen jetzt in dem Fall, 5 Tests sind es gelaufen, die sind alle auch fehlerfrei durchgelaufen. Es hat immer noch keine Zeit gebraucht. Wir haben mehr Zuweisungen und Überprüfungen gemacht. Und wie gesagt, 5 Tests waren es und das war auch alles in Ordnung. Wir haben auch wieder einen Code Coverage Report erzeugt. Da können wir jetzt auch nochmal reinschauen, was denn der so schönes liefert. So, da waren wir auch gut, ne? Also alles quasi getestet. Brauchen wir uns keine großen Gedanken darüber zu machen. Ist soweit in Ordnung. Gut, weiter geht's. So, jetzt kommen wir die ganzen Aha-Sachen.
Also was man wissen muss oder was man verstehen muss, ist, dass jeder Test vor jedem Test, diesen fünf Tests, jeweils vor dem Test ist immer das Setup aufgerufen worden und das Teardown. Das heißt, ich habe bei jedem Test die Situation, die ich im Setup definiert habe. Es ist also nicht so, dass ich im zweiten Test die Situation habe, wie sie nach dem ersten Test war. Und ja, wir haben zu wenig Bier, das ist auch ganz klar, in dieser Maschine. Jetzt versuchen wir erstmal ein paar von den Problemen, die wir gerade festgestellt haben, also zumindest die mit dem wenig Bier, versuchen wir jetzt mal zu lösen. Und der Aha-Effekt kommt gleich. So, jetzt mache ich die beiden mal wieder zu, damit ich mich nicht selber verwirre. Weil ist so wie bei den Kochsendungen, ne? Ich habe da mal was vorbereitet. So, und hier sind wieder die beiden Klassen. So, was habe ich jetzt daran geändert? Also an der Klasse habe ich eigentlich gar nichts geändert, das ist genauso wie vorher. Ich habe ein bisschen was an den Tests geändert. Und oben auch nicht, aber hier unten habe ich ein bisschen was verändert. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Man kann hier sogenannte Data Provider benutzen. Und so ein Data Provider ist eine Funktion, die ein Array of Arrays zurückgibt. Und hier oben die Funktion Test Get a Lot of Drinks, die bekommt einen Parameter und die eine Erwartung. Und habe dann in dieser This Assert Equals die Erwartung und hinten den Parameter an Surf übergeben. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Tests laufen also durch. Und hier passiert genau auch wieder das Gleiche, was vorhin auch bei den einzelnen Tests war. Das ist wie ein einzelner Test zu betrachten. Also für jeden Datensatz hier wird der Test ausgeführt, aber auch jedes Mal wird wieder Setup und Teardown vorher gemacht. Das heißt, ich habe also immer wieder die gleiche Situation, mit der ich arbeiten kann. So, das führt dann im Grunde genommen dazu, dass ich hier unten auch, also wir hatten, weiß nicht, wenn ihr euch erinnert, wir haben in der Setup-Funktion hier, das sind insgesamt 9 Bier, die wir da reingetan haben. Und hier unten ist leicht zu sehen, das sind mehr als 9. Ne? Dann sehe ich die Zeilennummern, ne? Also von 83 bis 99 sind mehr als 9. Und wenn ich jetzt die Tests laufe, jetzt könnte man ja annehmen, wenn dieses Setup und Teardown nicht jedes Mal aufgerufen würde, dann müsste das ja spätestens bei dem 9. dürfte da ja ein Fehler rauskommen, weil ich ja hier die Erwartung habe, ich will Bier haben, ne? Und soll Bier rauskommen und frage auch danach. Und dann sollte eigentlich ja was nicht raus, sollte also der Test fehlschlagen. Das passiert aber nicht, das kann ich schon mal verraten. Und man sieht also jetzt hier, dass diese ganzen Tests also durchlaufen. Jetzt hat er sogar eine Sekunde gebraucht. Und auch kein Fehler passiert. Heißt also, die entsprechenden Setup- und Teardown-Sachen werden auch bei diesen Data-Providern wirklich immer vorher ausgeführt, isoliert. Und das Problem mit dem zu wenig Bier haben wir damit gelöst. Weil wir jetzt unendlich Bier aus unserer Getränkemaschine rausbekommen. So, ein klein bisschen mal zu dem Punkt, wie schreibe ich überhaupt Tests? Wie mache ich die? Wie macht man das so? Ich glaube erstmal, das ist eine falsche Frage oder der falsche Zeitpunkt. Wenn ich schlechten Code habe oder Code habe, der sehr viele Abhängigkeiten hat, der über Zeit gewachsen ist, der ist auch schlecht zu testen. Manche Joomla-Klassen, JTable ist zum Beispiel so ein Monster, ich habe das mal versucht zu testen, das kannst du vergessen. Dann kriegt es irgendwann hin, aber eigentlich ist die Klasse so schlecht designt, dass man eigentlich mehr Zeit da reinstecken sollte, die Klasse zu refactoren und das besser zu machen, dass es auch besser testbar ist.
So. Das heißt, innerhalb des Entwicklungsprozesses sollte man schon gucken oder nachdenken, ob denn das, was man tut, auch später richtig testbar ist. So, und das ist eine wichtige Sache. Ganz perfekt ist es natürlich, wenn man sich, bevor man den Programmcode macht, ich darf nicht hier rauslaufen, bevor man den Programmcode macht, wenn man sich dann schon über die Schnittstellen Gedanken macht und schon, wie sind die Tests, und am besten die Tests sogar schon davor schreibt. Ja, das wäre wirklich ganz toll. Der Reality-Check sieht ein bisschen anders aus, sieht auch bei mir anders aus. Ich habe eine ganze Menge Komponenten, auch die ich länger maintain. Ich habe für keine einzige irgendeinen Unit-Test. Ich finde das ein total interessantes Thema. Was ich wichtig finde, ist, dass wir bei Joomla mehr Unit-Tests haben, dass das mehr getestet worden ist. Ihr könnt euch sicherlich auch noch an diese Situation erinnern, wo wir schneller Joomla-Versionen bekommen, als irgendjemand Chuck Norris sagen kann. Und das ist auch eine Sache, die eben dadurch passiert, dass wir keine automatischen, nicht so viele automatische Tests haben oder nicht eine sehr gute Testabdeckung haben. So, okay, also was beachten? Programmiere einfach. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. So, und was bedeutet einfach? Kleine Funktionen mit einer Aufgabe. Ich lese das jetzt ein bisschen vor hier. Man muss eben gucken, dass eine Klasse auch wirklich eine Problemstellung löst und nicht irgendwie alles Mögliche macht, so, damit man auch irgendwie da was machen kann. Und dann wirklich gucken, dass man eben auch Probleme unterteilt, dass sie in kleinen Häppchen und nicht irgendwie scroll. Das ist schlecht. So, überschaubarer Programmcode. Jetzt gibt es so ein paar, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Sachen, wie man da rangehen kann. Und es gibt diese Cyclomatic Complexity. Und das sind die Anzahl der Entscheidungspunkte in einer Routine. So, das ist schon mal eine Sache, die man sich angucken sollte. Die sollte natürlich möglichst gering sein, weil jeder Entscheidungspunkt ist eine Verzweigung. Und es gibt diese N-Pass-Complexity. Und das bedeutet, es sind die Anzahl der eindeutigen Pfade durch eine Funktion. Also einfaches Beispiel, man hat ein if, then, else. Ja, dann hat man also einmal den then-Zweig, einmal den else-Zweig, sind zwei. Zwei sind zwei. Ja, okay. So, okay. Da habe ich sogar eine Demo zugemacht. Demo, das weg, das weg. Genau. So, da habe ich im Grunde genommen so zwei Funktionen gemacht, wo ich mir die Ergebnisse oben schon hingeschrieben habe. Man sieht also da irgendwie, dass erst diese Kryptomatik, bla bla, ist 3 und diese eindeutigen Pfade sind 4. Und bei der anderen Routine wird das hier schon deutlich mehr. Ne? Das eine ist 5 und das andere ist 16. Man sieht, da sind immer if, then, else da drin. So, warum erzähle ich das überhaupt alles? Das hat einen Grund, ihr werdet es nicht glauben. Erstmal gibt es einen Zusammenhang dazwischen. Also Entscheidungspunkte und diese Pfade, die eine Funktion hat, die haben diesen Zusammenhang. Also die eindeutigen Pfade sind 2 hoch Entscheidungspunkte minus 1. So, und man spricht dann, wenn man wirklich von sehr komplexen Sachen oder weniger komplexen Sachen spricht, man das bei diesen Werten, muss man das also in diese Kategorie einordnen. Und das ist eigentlich das Interessanteste daran, und deswegen ist das der Hauptgrund, warum ich das erzähle, ist, dieser Wert ist nämlich die minimale Anzahl der Tests, die notwendig sind, um eine Funktion oder Methode komplett zu testen. So. Also irgendwo bei N-Pass pro irgendwie 1000 oder sowas rauskommen, dann wisst ihr, wie viele Tests ihr schreiben dürft. Na? So. Und da ist natürlich also,
Einfach, 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 einfach. Gut, back to drinks. Wir gehen weiter mit der Demo. So, diese mache ich jetzt hier wieder weg. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich versuche jetzt diese Maschine auch ein bisschen weiter zu vertreiben. Also nicht nur für eine ganz spezifische Umgebung, sondern vielleicht auch in andere Länder. Also habe ich jetzt so eine Art, habe ich meine zweite Klasse geschrieben, die nennt sich Coin Checker. So, und was ich jetzt hier mache, ist, ich gucke jetzt, wie sieht das aus? Also, wenn einer da was reinwirft, dann rufe ich eine andere Klasse auf, die mir sagt, okay, kalkuliere mir doch bitte mal, wie viele Credits das für meine Maschine sind. In dem Fall hier. Und danach rufe ich hier meine Routine auf und werfe quasi dann so virtuell oder zähle diese entsprechenden Sachen. Hier habe ich auch mittlerweile die Schnittstelle geändert. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nur noch private. Brauche ich jetzt nicht mehr. Muss ich jetzt nicht mehr von außen drauf zugreifen. Ist auch doof, wenn ich jetzt von außen drauf zugreifen kann, weil die richtige Routine ist ja diese hier. Und hier mache ich im Grunde genommen auch nicht wirklich viel. Also guck einfach, was ist das? Und gib dann entweder 1, 2 oder 3 zurück als Wert. Okay. Da gibt es natürlich auch Tests zu. Wir sind bei 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, die habe ich rausgelassen. So, okay. Da sind jetzt schon 2 Tests fehlgeschlagen. Da ist die Frage, warum? So, und die Antwort befinden wir eigentlich in unseren Tests. Und das ist das Schöne daran. Was wir ja getan haben, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier in der Setup-Routine, habe ich auch Process Insert Coins und habe dem da quasi so eine 1 gegeben. So. Mein Test-Credit hier, der erste, und das ist der erste, der fehlgeschlagen ist, sagt aber, wenn er Get Credits macht, erwartet er eine 1. Und wenn ihr euch jetzt nochmal diese Coinchecker-Routine anschaut, dann seht ihr, dass der für 50 Cent, ne, gibt er eine 1 zurück, für 1 gibt er eine 2 zurück und für 2 gibt er eine 3 zurück. Ein bisschen kompliziert mit dem AreaSearch. AreaSearch gibt den Index von dem Array, aber ihr könnt ja alle PHP programmieren, deswegen wisst ihr das. Und dann habe ich da einfach 1 dazu addiert, um das dann jetzt auch mit 3 If-Sense und so weiter machen können, aber wie immer. So, was wir also durch unsere Tests festgestellt haben, dass wir was geändert haben, was jetzt zu einem Fehlschlag führt in unseren Tests. Sprich, wir müssen hier an der Stelle was ändern. Und zwar jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das, habe ich das hier? Okay, gut. Ich kann die jetzt zumachen. Das Problem bei Codebeispielen, wenn man das so online macht und tippt, ist ja, dass man sich dann vertippt und dann funktioniert gar nichts. Und deswegen habe ich, wie gesagt, das alles immer schön vorbereitet und ihr habt hier jetzt wieder bis auf 0,5 geändert. Das heißt, ich bekomme nur einen Credit für diese ganzen Sachen. Und wenn ich jetzt die Tests hier laufen lasse, dann laufen sie auch alle wieder durch. So. Hat mich also sozusagen davor bewahrt, in dem Fall ja, zu viel Getränke rauszugeben, weiß ich nicht. Ne? Ja, zu viel Getränke rauszugeben eigentlich. Gut, okay. Lassen wir uns mal wieder zurück. Das war die Demo dazu. Was sind unsere Aha-Effekte hier in dem Fall? Also wir haben irgendwie gemerkt, wir haben die Schnittstelle geändert, da ist irgendwie was anders. So, und das hatte ich ganz kurz nur erwähnt, das würde ich aber vielleicht trotzdem nochmal rausheben hier an der Stelle, weil das schon meiner Sicht ganz wichtig ist.
Ich habe jetzt hier diese, also das ist hier, das ist private. Ja? So. Diese Funktion wird natürlich auch getestet, aber nicht direkt, sondern die wird über diese Process Insert Coins getestet. Das heißt, ich teste diese interne Funktion natürlich auch. Aber was man mit Unit-Tests testet, sind nur die öffentlichen Schnittstellen einer Klasse und nicht irgendwelche internen Sachen. Man kann auch gar nicht auf Private und solche Sachen eben zugreifen. Und das sind eben der Sinn von Unit-Tests, sind eben die öffentlichen Sachen zu testen, die Schnittstellen, die eine Klasse einem bietet. Okay. Ups, okay. Und das ist jetzt im Grunde genommen, habe ich jetzt an der Stelle einen Designfehler in dieser ganzen Sache gemacht, und zwar diese Klasse Coinchecker. Ich habe mit dieser Einbindung, wie ich das getan habe, habe ich eine Abhängigkeit geschaffen, die mir im Testbetrieb ein Problem gibt. Und zwar, wenn ich das jetzt hier mal im Grunde genommen mal anschaue, also wir testen ja unsere Getränkemaschine. Wir wollen ja eine Unit testen. Also eigentlich möchte ich die Klasse Getränkemaschine testen. Was ich aber hier jetzt mache, ich teste im Grunde genommen zwei Klassen. Ich teste die Getränkemaschine, Erfolg. Ich teste aber auch diese Coinchecker-Klasse. Weil wenn da irgendwas falsch läuft, oder wenn ich da irgendwelche Änderungen dann schlagen mir meine Tests in der Getränkemaschine unter Umständen fehl. So, und dann kriege ich also eine Fehlermeldung, dass meine Getränkemaschine die Tests schlagen fehl. Aber die eigentliche Ursache liegt irgendwo ganz anders, und zwar in dieser Coinchecker-Klasse, weil ich da irgendwas dran verändert habe. So, und das ist natürlich total doof. So, und das ist im Grunde genommen ein Designfehler, den ich in dieser Situation extra gemacht habe. Ich weiß es ja besser. Nun, das Problem sind im Grunde genommen zwei Sachen. Ich habe diese Abhängigkeit geschaffen, und das andere Problem ist, das ist auch noch hardcoded in der Klasse drin. Also da kann ich eigentlich gar nichts dran machen. So. Und das ist quasi der böse Code. Böse, böse. Nicht tun. Wie macht man es besser? Auch das geht. So. Oh Gott, das dauert ja länger, als ich gedacht habe. Okay. So, was habe ich jetzt hier? Was habe ich hier gemacht? Ich habe einen Constructor eingeführt, und in diesem Constructor übergebe ich den Checker. Und mache in dem Konstruktor, sage ich, this Checker gleich Checker. Ne? Und anstatt jetzt hier unten in dieser Funktion zu sagen, this Checker, also die Klasse, auch noch statisch aufzurufen, das ist auch nochmal, das kommt noch dazu, das ist nochmal böse, rufe ich das jetzt hier über diesen Wert auf. Vielleicht noch kurz ein Wort dazu, warum statisch böse ist. Diese ganzen Tests laufen zwar eigentlich isoliert ab, aber die laufen in einem PHP-Prozess. Das heißt, wenn ich eine Klasse initialisiert habe und da sind statische Variablen drin, dann bleibt diese Klasse initialisiert. Wenn ich also vergesse, in dem Teardown wirklich diese Klasse, die ich da statische Werte hat und die initialisiert ist, wenn ich die nicht kaputt mache, also sozusagen Unset da drauf mache, dann bekomme ich im nächsten Test ein Problem, weil ich dann eine andere Situation vorfinde, als ich unter Umständen erwarte. Also deswegen ist statisch böse. Gut, soweit so gut. An der Coinchecker-Klasse habe ich gar nichts geändert, die ist genauso wie vorher. Das habe ich gerade schon gezeigt. Und in unseren Tests mache ich jetzt ein bisschen was anderes. Da habe ich jetzt auch diese Coinchecker-Klasse oben eingebunden und mache jetzt hier sysChecker-Instance, erzeuge mir also meinen Coinchecker und übergebe hier meine Checker-Instance an die Getränkemaschine. Tests laufen dann soweit durch. Das Unset habe ich da unten auskommentiert. Das sollte mich daran erinnern, dass ich euch die böse statische Sache erkläre. Das habe ich getan. Also kommentiere ich das wieder ein. So, das ist 6. Dann sind wir jetzt bei 7.
euren Tests. Spaßeshalber schauen wir uns jetzt nochmal einen Code Coverage Report an. Das haben wir auch schon lange nicht mehr getan, wie ich hier sehe. So, hier sieht man im Grunde genommen jetzt auch, ne? Also das ist wieder 100% Code Coverage hier. Wir haben also quasi so gut wie alles getestet. Vielleicht nicht alle Situationen, aber man kann übrigens auch sehen hier, wenn ich jetzt hier so drüber fahre, wahrscheinlich dank JavaScript oder irgendwelchen anderen CSS-Tricks, man sieht also, diese eine Zeile wird von 29 Tests durchlaufen und das sind die ganzen Tests, die diese Zeile durchlaufen. Gut. Was war das? Ah, okay. Ich weiß was. Ah, gut. Okay. Und hier sieht man auch, dass der wird auch zu 100% durchlaufen. So. Okay. So, jetzt haben wir aber immer noch eine Sache, die nicht ganz so schön ist. Und zwar, wir brauchen immer noch diese, Johannes? Wir brauchen immer noch diese Coinchecker-Klasse. So, die wollen wir aber doch gar nicht testen. Also ich brauche sie aber trotzdem, um hier den Test weiter, weil ich muss ja da so diesen New Coinchecker erzeugen. Und da gibt es auch was man tun kann, damit man eben diese Klasse auch weiterhin nicht braucht. Okay. So. So, ich habe jetzt ein sogenanntes Mock-Coinchecker definiert. Und habe gesagt, okay, der muss dieses Teil ja nur eine 1 zurückliefern. Das ist vollkommen ist alles, was ich brauche. Mehr brauche ich in meinen Tests überhaupt gar nicht. Habe gesagt, okay, komm, dieses Mock Coin Checker Calculate Credits gibt eine 1 zurück. Das war's. Reicht mir. Ersetze also sozusagen diese Klasse durch eine andere Klasse. Das ist in dem Fall jetzt ein bisschen sehr didaktisch, sage ich mal, weil das ist ja auch nur eine Zeile und diese andere Klasse hat auch nur 3 Zeilen, aber wenn das alles noch was größer wird und eben mehr wird, dann macht das durchaus Sinn, irgendwelche Klassen zu erzeugen. Der einzige Nachteil dabei ist noch, dass man immer diese ganzen Klassen schreiben muss. So. Worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, ist, ich lasse, glaube ich, auch nochmal die Tests nochmal laufen, damit ihr seht, dass das auch noch hier ohne Fehler durchläuft. Ne? Läuft weiterhin durch. So, also, Abhängigkeiten vermeiden. Immer nur eine Klasse testen. Ganz wichtig. Das testen, also diese eine Unit, versuchen diese zu isolieren von allen anderen Sachen. Das wird ganz schwierig, wenn es um Datenbankzugriffe und so weiter geht. Also wenn man sich so ein paar Joomla-Klassen irgendwie anguckt, die haben dann irgendwie, die eine braucht dann die noch. Und dann hast du auf einmal einen kleinen Rattenschwanz an Klassen, die du alle irgendwie bekannt machen musst und die du alle irgendwie testest. Andere Klassen können durch Mockup-Pets übersetzt werden und man kann diese eben auch on the fly erzeugen. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, weil ich jetzt schon so weit am Ende bin fast. So, man soll immer versuchen, beim Programmieren das so zu tun, als ob es irgendwie statische Sachen gar nicht gibt. Dann ist man auf der sicheren Seite. So, ich möchte auf jeden Fall noch was zu Joomla, noch 2-3 Minuten was zu Joomla sagen, weil ich finde, das finde ich eine ziemlich coole Sache. Nein, danke, kommt gleich. So, und zwar. Das Joomla, vielleicht ist irgendeinem von euch schon mal aufgefallen. Es gibt hier, wenn man auf GitHub in dem Repository ist, dann gibt es im Joomla CSS so ein Ding hier, da steht Build Passing. So, passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn man etwas in das Repository von Joomla pusht, dann
guckt da einen Continuous Integration Server drauf. Und sieht, oh, da ist was Neues. Also lasse ich mal alle Tests laufen. Und wenn die Tests gut durchgelaufen sind, dann funktionieren, dann hat man genau diesen Button. Wenn nicht, dann sieht das eben anders aus. Das ist das Hauptrepository. Das kann man auch für seinen eigenen Fork machen. Das habe ich gemacht und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil wenn ich jetzt irgendwas teste mit Joomla oder irgendwas damit mache, dann läuft nämlich für mich eine Travis-Instanz, die meinen Commit überprüft auf meinem Fork. Also ich kann sozusagen, bevor ich einen Request ans Hauptrepository schicke und sage, hör mal hier, ich habe hier Code, den möchte ich gerne, dass ihr den übernimmt, kann ich vorher schon überprüfen, ob der sauber durchläuft. Das sieht also so aus, dass ich, das muss ich jetzt mal kurz zumachen, ich habe also hier das Joomla CMS, das ist ein Fork, das ist mein Fork von dem Joomla CMS. So, ich habe auch die Travis und so weiter, diese ganzen Sachen hier mit kopiert. Das ist die Datei, die diese ganzen Sachen definiert, was alles also zu laufen hat und so weiter. Gar nicht so furchtbar interessant. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier angefangen, so ein paar Tests für die Input-Klasse zu schreiben. So, und ich will jetzt nur mal eine Änderung da dran machen, damit er sieht, wie das funktioniert. Und zwar, ich mache jetzt hier einfach mal das Unset. So. Das war einfach genug, deswegen habe ich es auch direkt hier gemacht. Da konnte man sich kaum bei vertippen. So, man sieht hier, das ist geändert worden. Zack, commit test jd3cde. Oh, sehen Sie? Fast. Committed. Push. Ja, ich sage immer, man soll bloß nicht aufs Internet vertrauen, wenn man eine Präsentation macht, sage ich allen Leuten. Nur hier geht es leider nicht anders. So, jetzt sieht man also hier quasi, das ist der Travis Continuous Integration Server. Und momentan, das war mein letzter hier, da habe ich diese Input-Tests gemacht. Läuft der etwa noch? Der läuft noch. Okay, den habe ich vor einiger Zeit gestartet. Anscheinend läuft der noch. Gut, dann könnt ihr auch direkt live sehen, wie das aussieht. Ne? Also so sieht das denn aus. Der macht also diese ganzen Sachen, die also zum Testen notwendig sind, läuft also da quasi durch. Hier sind ein paar Fehler passiert in allen möglichen Tests. Das ist also alles nicht wirklich so toll. Und auch anscheinend nicht wirklich erfolgreich gewesen, dieser ganze Test. Und so können wir also quasi im Vorfeld, bevor ihr irgendwas zum Joomla-Repository schickt, könnt ihr. So, ich bin die ganzen Tage noch hier. Und jetzt. Oh, diese super vorbereitete Folie, vielen Dank. Wer noch keinen Namensschild hat, kann jetzt noch mal vorne an der Stelle mal auslassen. Ja. Wenn irgendjemand noch eine Frage hat, ihr könnt mich jederzeit hier irgendwie, ich bin da hier. Was ist Tower? Für Git. Okay. Brauchst du das, wenn du so Git sozusagen bedienen willst, ohne PSON? Aber PSON kannst du es doch direkt lösen, oder? Ja, da kann man es, aber ich find das Tower schicker. Ja, ich finde das schicker. Radek?
Sein Ding. Das hier ist deins. Hast du auf Stopp gedrückt?